Schön, schön. Schön, schön. Wir bleiben mal noch Proviant. Können wir eigentlich wieder mal hier rasten, oder? Sparen wir uns wohl. Wohin soll man noch? Nee, wir rasten nicht hier. Wir haben jetzt hier alles erledigt irgendwie. Wir müssen ja jetzt wieder entweder zum Herz des Waldes. Ach nee, ich wollte mal nach Ben Villa nochmal schauen und das Äffchen, ne? Und wir wollen trotzdem nochmal diesen Asselkampf. Der wird mich trotzdem nochmal interessieren, was es bedeutet, wenn ich da trenne. Einmal probieren wir dann noch. So, aber erstmal nach Ben Villa. Können wir bitte jetzt bei dir übernachten? Oron mit euch. Nein. Die Götter mit euch. Der irgendwie nicht, weil... Ach, hier! Da ist doch... Habe ich das jetzt nie gesehen hier, des Telemachers Äffchen. Supi. Na dann... Na dann... Raus. Mein Villa rein. Und... Ja, ich weiß, die Wanzen... Die haben uns schon vermisst. Willkommen im Rausch. Wie kann Ossip euch helfen? Ich will in dein wanzenverseuchtes Hotel. Die Wanzen werden euch lieben. Nee, halt. Hotel ist jetzt... Ich bin hier nicht mehr... Ich bin hier nicht mehr im Rollenspiel. Also Hotel ist völlig falsch. So, also. Benny Villa. Und zu Telemachers Äffchen. Bin ich ja mal gespannt. Ach nee, halt. Bevor wir zu Telemachers Äffchen gehen... Wollte ich ja mal schauen. Hier. So, das Standardwerk der Verwandlungsmagie wurde vor 500 Jahren von Archomagus Mondrazar vom Goldfelsen verfasst. Aus dieser Abschrift lässt sich die Thesis des Paralysis rekonstruieren, mit dem sich Gegner zeitweilig versteinern lassen. Das könnte eigentlich... Zumindestens Aurelia. Probier mal dein Glück. So, und dann verkaufen wir es. Na? Und dann verkaufen wir. Kostet 35. Wollen wir schauen, ob es gleich verkaufen wird? Woron mit euch. Ihr werdet zufrieden sein. Denn wir brauchen Gold. Wir brauchen... Gold. Jetzt haben wir schon wieder so ein schwarzes Metall. Wie viel braucht man davon? Weiß ich nicht mehr. So, wir verkaufen das. Schweren Herzens. Gut, und damit sind wir... Haben wir 48 Dukaten. Das ist doch mal ein Wort. Das ist ein Wort. Rüstung haben wir nichts. Waffen haben wir auch nichts. Okay. Ach, Moment. Nochmal, bevor wir hier reingehen... Ihr seid jederzeit willkommen. Danke dir. Aurelia, du brauchst wieder mal was zum... Wir brauchen mal wieder Heiltränke. Ich glaube, der hat ja... Den können wir jetzt nur noch einen geben. Hat immer noch seine Holzwurm, ne? Ja, das... braucht er. Gut. Fertig. Auf. Telemacher. War das die Hesinde-Geweide? Ja, ne? Das war doch die. So, dann. Los geht's. Wollen wir mal gegen das Äffchen kämpfen. Das wird wahrscheinlich ein Riesenaffe sein. Nehme ich mal stark an. Braves Äffchen, da wackelt der ganze Bildschirm. Wir könnten den also tatsächlich fangen, indem wir uns hier hinstellen und interaktiv diesen Schalter betätigen. Das ist jetzt mein großer Plan, den ich in die Tat umsetzen möchte. Dazu... Stelle ich mich mal provokativ hier hin. Du stellst dich mal... Nee, wir müssen unseren schwer bewaffneten
gepanzerten Naurim hier hinstellen, damit der hier rüber... Kommt der überhaupt hier durch? Ja, wir müssen den sowieso erstmal... Ah, das wird schwierig. Denn, das kann ja sein, dass der hier rüber geht, ne? Das wäre keine gute Option. Also, wie machen wir es? Wie machen wir es? Wie machen wir es? Wir müssen ihn auf alle Fälle hier rüber locken als erstes. Dann muss einer hier rüber gehen, am besten so ein... so einer wie die hier. Und das ist der Plan. Naja. Aha, der geht schon. Aha, 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 das ist schon mal gut. Das ist mehr als gut. So, du stellst dich ihm hier entgegen. Mein schwer gepanzerter Freund. Du gehst in Sauseschritt hier rüber. Dich brauche ich hier zum Heilen. Stell dich mal hier provokativ hin. So. Du gehst mal hier hin. Du bleibst hier. So. Dann. Ja, falls es nicht klappt, können wir ja schon mal draufhauen, ne? Also den machen wir ihn dann vielleicht ein bisschen... Ja, hier ist. So. Wo muss ich denn da hin? Reicht das hier hin? Hoffentlich. Gut. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du bleibst... Habe ich schon gesagt, hier... Ja, geht. 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 Haben wir schon Schlimmeres, ne? Hatten wir schon Schlimmeres hinter uns. Zum Beispiel 5000 Asseln. So, kannst du schon hier... Aha. So, jetzt wird's schwieriger. Um einiges. Passt auf. Jetzt müssen wir nämlich genau wissen... Habe ich mir das nicht gemerkt, ne? Jedenfalls... ne, das ist dann unser Naurim. verdammt. Ein, zwei? War das hier hin? Oh. Wir können ja nochmal probehalber also bleib mal kurz hier. Wir können ja nochmal probehalber das runterlassen. Wartet mal. Nee, nee, stimmt, ne? Der muss. Ja, das wird schwierig. Die müssen dann alle gehen. Das wird sau schwierig. Das wird, um jetzt zu sagen, das könnte schwierig werden. So, dich heilen wir mal, ne? Lass das, ich brauche das nicht. Doch, doch. Ja, hau noch mal. So, ja. Die Frage ist jetzt einfach. Geh mal hier hin. Der muss hier rein. Ne? Also, 1, 2, 3. 3 Schritte entfernt. 1, 2, 3. Mal sehen, ob wir es uns merken. So, du bleibst mal hier. Ja, ja. So, mach mal wieder nach oben. So, du... Blö,
wartest. Und du jetzt, so. 1, 2, 3. Hierhin muss er, ne? Dann muss unser Naurim... Naja, der... Nee. Der muss eigentlich hierhin. Oder? Ja, wir müssen also... hierhin. Denke ich. Hoffentlich. Erschlagen wir den nicht, ne? Gut. So. Ja, dann. Hoffentlich geht er jetzt nicht hier rüber zum... Das sind lauter solche Dinge. Zum Zauberer. Nee, da geht's hin. Ja, ist es jetzt richtig oder... Mach mal. Probier mal. Nein! Ach, nein! Ach! 1, 2 darüber. Ach! 1, 2 darüber. Ah! Ärgert mich. Ärgert mich. Ärgert mich. Und? Wir haben das Biest gefangen. Hoffentlich ist die Belohnung die Mühe wert. Da bin ich sicher. Und mein Azulo? Der hat überlebt. Davon abgesehen war er keine Hilfe. Das ist er nie. Hier, das ist die Hälfte des Preises, den die Arena mir für das Äffchen zahlen wird. Wir möchten etwas lernen. Naja. Ah ja. Ups. Achso, ja. Nee. Sechshundert brauchst du, ne? Nee. Ach, Mann. Er sende mit euch. Hoffentlich. Mann. Boron mit euch. Ach, du willst uns ja nicht haben. Die Götter mit euch. Ich vergesse es jedes Mal. Ja, dann... Dann... Wollen wir nochmal den Asselkampf machen, ne? Gibt ja eh nichts mehr zu tun zurzeit hier. Nee. Nie, nicht wirklich. Ja, wir könnten noch mal zum... Zum Zauberer. Ah, ihr seid es. Das klingt interessant. Und noch mal kurz schauen. Kraftkontrolle. Der Zauberer kann mit seiner astralen Energie besonders gut haushalten. Die Kosten aller Punkte verringern sich. Kosten aber immer noch ein. Ja, das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal. Achso, halt. Ja. Und Reichweite Claro. Ach, das ist nochmal selber. Hm. Ja, das nehmen wir hier auch. Gut. Blitzgeschwindigkeit. Sag mal. Aber... Ach, das kann ich lernen. Ist ja nicht so schlecht, ne? So Blitzgeschwindigkeit. Dann können die... schneller weiter... Versteht. Was war nochmal Magica Infracte? Das habe ich mir doch extra gekauft, ne? Ach, hebt die Wirkung von Verzauberung auf. Ja. Ja. Man blitzt dich find, wäre ja auch nicht so... Ah, ja. Naja. Raserei, nee. 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 Kälteschock.
Naja, ist ja Quatsch. Ist ja Quatsch, ne? Ja, ich habe eh immer zu tun mit... Nee, wir geben denen mal noch ein paar Astralpen. Okay. Lebenspunkte? Nee, mache ich gar nicht. Oder? Na doch. Okay. Das dazu. Bis später. So, dann mal zurück nach Mengbilla. In die Arena. Denn mich würde ja... Ach nee, halt. Erstmal... Halt, wo ist es? Mich würde ja nochmal dieser Asselkampf interessieren. Willkommen im Rausch. Wie kann Ossip euch helfen? Die Wanzen werden euch lieben. Wir sind per Du. So. Also, Asselkampf. Immer noch am Leben? Ja, wir wollen nochmal gegen die Asseln kämpfen. Wir wollen kämpfen.